Ave Dere. Gambei dolmi barra bam bam bam. Hallo Chris, super, dass du wieder eingeschaltet hast beim Wühlkrugel Horngast. Heute geht es um eine Kost, also um ein Essen. Kost heißt bei uns im Pinzgau Essen. Und ich habe ganz was Spezielles gemacht. Eine traditionelle Sache, das ist das Bachikoch. Ja, das ist bei uns am Heiligen Abend. Das schaut so aus, das werden wir mal jetzt kurz in die Kamera schwenken. Da ist das Bachikoch. Das ist eine Mischung aus Mehl, Wasser, Milch, ein bisschen Salz für den Kontrast und dann mit Henig, also Henig, ist der Honig bei uns, einfach mit Öl oder eher ins Henig. Und früher haben sie ja nichts zum Essen gehabt und deshalb hat es das Bachikoch gegeben. Das ist wie in, sonst auf der Welt, zum Beispiel in Mexiko gibt es Tacos, in Amerika gibt es die Burger oder bei den Türken die Kebab und bei uns gibt es eben dieses Bachikoch. Ja? Mit Honig wird es noch verfeinert, gell? Ein Wahnsinn. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr im Internet nachschauen, wie das Rezept geht. Bachikoch. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt hat, aber auf jeden Fall sehr gut und zum Empfehlen für den Heiligen Abend. Früher haben sie das gegessen, weil sie nichts zum Essen gehabt haben. Also billige Kost, nicht? Wenn wir gleich beim Begriff Kost sind, Kost heißt bei uns das Essen oder das Gericht. Wenn Sie ein deutscher Gast sind, können Sie gern in das Wirtshaus gehen und den Wirten fragen, was haben Sie heute für Kost? Ja? Und somit wird er Ihnen antworten, ja, dies und dies. Und ich werde noch ein paar Liefer vom Bachikoch essen. Pfiat dich, habe ich dich, bis nächste Woche zum Horngast. Havi Deri.